Heute ist Tag des Ehrenamtes. Das ist eigentlich ein ganz toller Grund zum Jubeln. Und wir möchten euch ganz, ganz herzlich Danke sagen. Egal ob in den sozialen Verbänden, in den Sportvereinen, bei der Feuerwehr. Ihr habt es einfach verdient, dass wir heute euch feiern. Alleine bei der Feuerwehr, die in Thüringen über 34.000 Kameradinnen und Kameraden umfasst, sind 97% tatsächlich ehrenamtlich tätig. Das heißt, wir merken auch hier in diesem Sicherheits- und Rettungssektor ganz deutlich, dass ohne das Ehrenamt eigentlich gar nichts so richtig funktionieren würde. Hätten wir das Ehrenamt in die Verfassung festgeschrieben, bräuchten weder Sozialvereine, die Tafeln, die Mehrgenerationenhäuser keine Sorge zu haben, weil dann hättet ihr ein verpflichtendes Recht auf dieses Geld. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir das Ehrenamt in die Verfassung bringen. Und genau das zeigt ja auch schon, dass wir wieder vermehrt Wertschätzung für dieses Ehrenamt entgegenbringen sollten. Das Ehrenamt stärkt das Gemeinsinn, motiviert auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung und bringt einen immer weiter voran, gerade auch in der Gemeinschaft. Leider haben wir es noch nicht geschafft, gemeinsam mit der CDU diese Verfassungsänderung auf den Weg zu bringen. Dazu brauchen wir im Landtag eine Zweidrittelmehrheit, das heißt 63 Abgeordnete müssen dafür stimmen, also brauchen wir auch die CDU. Die sind diese Bremser, aber vielleicht geht ihr einfach auf die zu und sagt, hey Leute, lasst es nicht sterben, lasst uns das Ehrenamt in die Verfassung schreiben. Rund ein Drittel der Thüringerinnen und Thüringer sind tatsächlich ehrenamtlich tätig und falls ihr auch Lust auf ehrenamtliches Engagement habt, dann guckt doch mal bei der Thüringer Ehrenamtsstiftung vorbei, da gibt es einen Ehrenamtswegweiser und da ist garantiert auch was für euch dabei.